Hallo Leute, willkommen zu ein paar neuen Videos vom Let's Play Together Flatout 2. Ja, in den letzten Rennen habt ihr gesehen, habe ich versucht, irgendwie, ja, mich zu verbessern. Ihr seht, also erster, zweiter, erster, sechster. Ich glaube mal, dafür muss ich, dann haben wir da. High Jump, Gas Station Derby, da wurde ich Zweiter. Mal da. Parking Lot Derby, Skyscraper Derby, das werde ich gleich mal als erstes machen, da ich ja diesen Geländewagen habe, der ja komplett getuned und verstärkt alles ist, was man braucht. Ende. So, jetzt werden wir mal sehen, was abgeht. Boah, einmal daneben gepeilt. Boah, wieder mal daneben. Mann, Mann, Mann. Ich bin mal wieder gerade ein bisschen zu ruhig, entschuldigt Leute. Also ich werde jetzt wieder versuchen, das Maximalste da rauszuholen. Oh, kann auch mal die Sicht ändern. Entschuldigt bitte. Ja, wieder auf. Ui. Wieder mal auf Standard machen. Ah, scheiße, ich hab gedacht. So. Bam! Richtig schön nein. Ja, schieb mich mal runter hier. Na komm. Boah, ein Gerammel hier. Mal umdrehen. Ja, gleich mal zwei Autos mitgenommen, das ist schon mal schön. Also einer ist schon mal Schrott. Mein Auto ist eigentlich noch relativ gut dabei, muss ich sagen. Bäm! Oh. Der zweite ist Schrott. Das ist schon mal gut. Ah. Ja, oh, wieder auf die falsche Taste. Entschuldigt mal wieder. Boah, hier ist was los. Mensch. Irgendwie komme ich hier gerade mal ziemlich oft auf die falsche Taste. Ah, oh, Mist. Genau das falsche Auto erwischt. Daneben. Kann sich da auch mal hinstellen und warten. Ja gut, nehmen wir mal den großen. Oh, der brennt schon, das ist mal ganz gut. Ah, jetzt ist er weg. Nein, rein in die Wand. Oh, Ray Carter ist Schrott. Ja, super. Ey, ich hänge hier irgendwie. Leute, macht mal Platz. Ja, crasht euch mal gegenseitig. So, jetzt werde ich mal versuchen, den Geländewagen zu schrotten. Ah, Mist. Aber ich habe eine gut erwischt. Wo ist er denn? Ah, da. Irgendwie sind hier jetzt alle am Brennen und so. Ja, gut. Lass mich mal frei hier, Junge. Oh, oh. Ah. Nächster Schrott. Also ich bin auf zwei. Jetzt haben wir nur noch einen einzigen. Ah, eine kleine Büchse. Der auch schon brennt. Also es schaut relativ gut aus, dass ich den ersten mache. Das gefällt mir doch gerade mal. So ein bisschen. Es geht ganz gut los. Ich hoffe mal, es... Ja, gut, der hat sich selber gecrashed. Yes, gewonnen. Ich hoffe mal, es geht so weiter. Jo. So, dann werden wir mal sehen, was wir da alles haben. 12-mal Slam, 5-mal Powertreffer, 2-mal Superflip und 2-mal Schrott. 1600 Credits. Naja. Derby-Klasse 50%. Rennklasse 11%, Straßenklasse 0%. Ja gut, das wird sich jetzt alles noch demnächst ergeben. So, gehen wir mal zum Rennen. Gehen wir da nochmal rein. Ich versuche mein Glück nochmal bei der beim Gas Station Derby. Vielleicht habe ich auch wieder das Glück, dass ich jetzt auch wieder den ersten mache. Das wäre natürlich nicht schlecht, das würde mich natürlich riesig freuen. Oh, shit.
wäre so ein richtig schöner Frontalcrash geworden. Aber leider. Ja. Jetzt hänge ich gerade. Ah, danke fürs Runterschieben, Junge. Hey, das sind doch einfach Deppen. Drücken wir mal zurücksetzen. Sind wir wieder auf einer Startpunkt. Bäm. Ein super Flip. Oh. Der ist ja noch gar nicht so richtig. Uai. Ja. Da passiert jetzt mal gar nichts. Ich glaube mal, das schaut richtig schlecht aus, dass ich hier einen guten Platz erwische, aber gut. Wohin geht ihr überstudieren? Irgendwie hänge ich gerade mal wieder. Na. Ist geschafft. Befreit. Zurücksetzen brauchen wir nicht mehr drücken. Yo. Ist mal richtig nice. So, mal schauen, ob ich den Scheiß loswerde. Ja, geht doch. Powertreffer. Oh, mein Auto ist Schrott. Noch ein Hit noch. Naja, gut. Dann sogar noch 2-3 Hits. Aber dann ist bei mir auch Feierabend. Jo, genau. Ah ne, jetzt ist hier Martinez. Oh, die schrotten sich gerade alle selber ganz gut, ja. Ein bisschen rumdrehen könnt ihr mich ruhig noch. Ich versuche mich jetzt mal so ein bisschen rauszuhalten, aber Thema erledigt. Auto ist Schrott. Ich wurde geschrottet. Au, oh. Zweiter? Ich fahre noch mehr als zwei rum. Naja, wieder 900 Credits. So, jetzt werde ich mal... Werkstatt? Ja, genau. Da können wir die Wagen wechseln. Nehmen wir mal den wieder. Der fährt eigentlich ganz gut und hat schon voll Power drin. Jo. Beendet. 4 von 8 Pokale, 2 von 8 Events. Ja, dann gehen wir mal da oben weiter. Ja. Schauen wir mal da jetzt rein. Obwohl, wartet mal. Habe ich gerade was gesehen? Was ist das? Parking Lot Derby. Ah, das ist ein Derby. Okay, ich gehe nochmal kurz zurück. Dann nochmal das Auto wechseln. Nein, nicht Autohändler. Entschuldigt. Werkstatt. Einsteigen. Ach, nicht so weit zurück. Sorry, das war ein zu weit. Derby. Schauen wir mal bei der Parking Lot Derby vorbei. Mal gucken, was wir da anstellen können. Einmal ein kleines bisschen nach hinten halten. Bäm! Schon mal einen so richtig gut. Ui, da kommt wieder einer von der Seite. Ah, richtig schön einen in die Presse rein und wegschieben. Dankeschön. Wow! Yo, Nummer 1 ist Schrott. Ging ja relativ schnell. Aber mein Auto schaut schon wieder dementsprechend auch aus. Ah, dankeschön. Affe. Das wäre jetzt so schön geworden. Glaubt man, das wird ein schlechtes Event. Oh, das gibt's doch nicht, der verzieht sich immer. Tja Junge, mit deiner kleinen Dux kannst du nichts ausrichten gegen dieses Teil. Was ist da fahr? Wo kommt er? Da kommt er. Oh, ordentlich was abgezogen, aber oh, mein Auto brennt schon wieder gleich vorbei. Gerade einen Fehler gemacht. Na, daneben gepeilt. Ein super Flip, yeah. Schön rumgedreht die Höhle. Boah.
Gut, das war's. Ja, das ist so ein Scheiß. Zurück zum Menü. Erstmal Credits abholen. Ja gut, 700, nicht gerade viel zum Rennen. Und dann werden wir es gleich nochmal machen, weil... Dritter? Parking Lot Derby bin ich Dritter geworden. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Gut, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Wenn es gerade langweilig ist für euch, dass ich zweimal das gleiche fahre, aber mir ist es jetzt egal. Ich mach's jetzt nochmal. Ah, richtig schön. Den ersten schon mal mitgenommen. Irgendwie gehen die alle nur auf mich. Eieieiei. Die hängen ja alle auf. Muss ich mir mal ein bisschen bei den Großen beimachen. Mit Schrotten. Also super, jetzt hängen sie hier zu zweit auf mir rum. Aber egal. Brennt der schon? Wäre natürlich... Oh. Nicht schlecht, wenn der schon brennen würde. Aber nein, er brennt nicht, habe ich gerade gesehen. Und das Problem ist, die gehen alle auf mich los, weil ich halt auch so einen Wagen besitze. Jo. Ich hänge mal gerade fest. Gucken wir mal zurücksetzen. Müssen wir wieder rüberfahren. Dafür kann man schön Anlauf nehmen. Ich hoffe mal. Nein, gleich zwei Stück. Wow, da kommt er. Einmal Schrott gemacht, mein Auto ist schon mal wieder richtig scheiße dabei, sozusagen. Wow, knapp daneben. Aber, oh. Er brennt. Habe ich eigentlich eine gute Chance. Sind nur drei Autos dabei. Der eine brennt, ich brenne auch, scheiße. Wo sind die denn? Ach, die stehen da oben rum. Oh. Ach, der ist noch da. Ja, erster. Geschafft. Also war doch gut, dass ich normal gefahren bin. Crash Rack Bonus. Es war gut, dass ich normal gefahren bin, ja. Auf jeden Fall einiges an Geld wieder gekriegt. So, jetzt geh hin wir. Zur Werkstatt. Auto wechseln. Dann. Zum Rennen. It's Derby Night. Da sind wir gut dabei. Jetzt muss ich da ein bisschen auf Position kommen, damit ich das nächste Rennen freischalten kann. Also sonst wird es für euch dermaßen langweilig. Und ja. Wäre natürlich kacke, ne? Wenn ich jetzt andauernd hier dasselbe fahren muss, damit ich weiterkomme. Und die nächsten Rennen freischalte. Aber gut. Ach, wegen Jumping. Na gut, durchgekommen bis jetzt auf Position 4. Also ich werde jetzt mich eher konservativ verhalten, weil ich gerne das nächste Rennen freischalten möchte. Deswegen hoffe ich mal, dass ich meine Einstellung jetzt mit dem konservativen Verhalten eigentlich ganz gut funktioniert. Also man sieht eigentlich, ich bin eigentlich gut dabei, bin auf 2. Nein! Man kann sich auch mal selber wieder nach hinten verfrachten, indem man sich aus dem Auto rauscrasht.
Aber, naja. Auf 3 sind wir ja. Bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt zwar wieder eine Position verloren. Oder jetzt mehrere. Nitro. Passen wir immer ein. Abheben. Nehmen wir mal die Strecke hier. Schaut ein bisschen entspannter aus. Vom Kurvenverhältnis her, ja. Oh, bong. Einmal gegen die Büchse ging. Mein Auto schaut jetzt schon wieder aus nach ein paar Metern, du. Am Anfang so gut dabei gewesen, jetzt schaut das Auto schon wieder aus wie die letzte Scheiße. Aber naja, gut, es ist ja extra so ein Spiel, wo man die Autos schrotten kann oder sollte. Ja, schön einen mitgegeben. Ich bin auf 4. Ich glaube, Position 1 ist schon ziemlich weit weg. Also, ich glaube mal nicht, dass ich den jetzt noch kriegen will. Ho, 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 nicht so weit außen, nicht so weit außen. Ja, ja, gut. Dann ist man nämlich immer so ein gefundenes Fressen für die anderen Fahrer, dass die dann richtig schön in die Seite reincrashen. Das muss man nun nicht unbedingt haben. Bin wieder auf 6 gelandet, ey. Das gibt's doch nicht, wow. Jetzt muss ich mal ein bisschen Gas geben. Wow, 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 wow. Ein Glück war da einer. Bin jetzt halt nur außen von der Kurve. Das ist immer so ein bisschen scheiße, weil umso besser können sie einen rumdrehen, weil dann brauchen sie nur die Lenkung aufmachen. Dann, wenn sie an deiner Hinterachse sind, dann rennst fast bis rumgedreht. Aber Runde 3 von 3 auf Position 5, Alter. Das gibt's doch nicht. Wenn nicht, das geht schon wieder so beschissen los. Oh, ey. Ja, super. Thema erledigt. Rennen wieder verkackt. Das gibt's nicht, Leute. Rennen total verschissen. Vor allem ist gleich das... Ja, kommt außen wieder an der Wand lang. Ah. Ab durchs Ziel. Position 4. Oh. Und weiter geht's zum nächsten.